Walnüsse mahlen und mit dem Mehlbackpulver Zucker und Vanillezucker in einer Schüssel mischen. Butter in Stückchen und das Wasser zugeben. Alles mit einem Messer durchhacken, so dass trockene Krümel entstehen. Dann alles schnell mit der Hand zu einem glatten Teig verkneten. In Folie wickeln und ca. 30 den Kühlschragbackofen auf 175 Grad vorheizen. Den Teig ca. 2 bis 3 mm dick auf einer bemehlten Fläche ausrollen. Herzen ausstechen. Aus der Hälfte der Herzen mit einem kleineren Ausstecher in der Mitte ein kleineres Herz ausstechen. Auf mit Backpapier ausgelegte Backbleche legen. Im Backofen ca. backen. Dick Ei. Herzen ebenfalls mit backen. AA23.Chen auskühlen lassen. Die Herzen mit KZ bzw. Marmelade Zfre. Chen, die ausgestochere Plätzchen vorsichtig zaio setzen und leicht auch die Mini-Herz minus 2-3, rietet mit der Konfitüre Zf, Eiermelade bestreiche Semmen setzen. Da gleich 32 mit Puderzucker 100 Gramm Walnüsse 280 Gramm Mehl 1 gestrichener TL Backpulver 80 Gramm Zucker 1 Päckchen Vanillezucker 175 Gramm Butter 2 bis 3 Esslöffel kaltes Wasser je 50 Gramm Himbeerkonfitüre, Pfirsichkonfitüre und Zitronenmarmelade, zum Beispiel Bonne Maman Puderzucker zum Bestäuben.